Ich weiß, wie schwer so das ist, Herr Polzer. Was meinen Sie? Wir brauchen Sie nicht vorzumachen. Ich habe mitgehört, wie Ihre Freundin Sie verlassen hat. Es war doch Ihre Freundin gestern am Telefon, oder? Ja. Sie hat mich beobachtet. Es war keine Absicht, ich bin nur zufällig dazugekommen. Das ist schon gut. Was soll ich es auch abstreiten? Was passiert ist, ist passiert. Nein, sowas tut immer weh. Soll ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen? Bitte? Es war einmal eine Prinzessin. Sie kam mit ihrem Prinzen auf die Insel, um eine Märchenhochzeit zu feiern. Aber als sie ihn küsste, verwandelte er sich in einen hässlichen Frosch und sprang davon. Diese Prinzessin sind Sie. Wie lange ist das her? Nicht lange. Aber das Leben geht weiter. Ich denke, ich kann noch viel von Ihnen lernen. Hallo? Ah, das wieder. Wer? Dieser Patrick. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Was will der Typ eigentlich von dir? Du nervst. Stimmt es, was er überall herum erzählt? Nein. Was erzählt er denn? Dass er mit dir in der Kiste war. Das hätte er wohl gern. Stimmt also nicht. Das habe ich dir doch schon mal gesagt. Da war nichts. Und warum lässt du dich dann immer verleugnen, wenn da nichts war? Kann ich vielleicht mal meine Hausaufgaben zu Ende machen? Okay, dann frage ich ihn eben selbst. Zu spät. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Was soll das? Wenn du mir nichts sagst, gehe ich einfach davon aus, dass dieser Patrick die Wahrheit erzählt. Mit anderen Worten, ihr habt zusammen gepennt. Denk von mir aus, was du willst. Komm schon raus mit der Sprache. Vielleicht kann ich dir helfen. Danke. Ich habe die Sache schon unter Kontrolle. Du kannst dich doch nicht ewig verkriechen, nur wegen dieser blöden Geschichte. Alle haben diesen bescheuerten Artikel gelesen. Ich kann mich nirgends mehr sehen lassen, ohne dass die Leute über mich lachen. Kein Mensch wird lachen. Warum auch? Was hast du denn schon getan? Frag meinen Vater. Der versucht gerade wieder bei der Küstenwache schön Wetter zu machen. Sie wissen ja, die jungen Leute. Ein bedauerlicher Fehlalarm. Aber es hätte ja auch anders sein können. Bla, bla. Ich rede nicht von deinem Vater. Für die von der Küstenwache bin ich ein verwöhntes Millionärstöchterchen, was aus lauter Langeweile die Puppen tanzen lässt. Ich rede von deinen Freunden. Die glauben nämlich nicht, was in der Zeitung steht. Weil sie dich besser kennen. Ach, willst du hören, was Mark gesagt hat? Genau das Gleiche. Für meinen Vater wäre ich die Prinzessin und für die anderen die Tochter vom Chef. Und alles müsste sich nur um mich drehen. In der ersten Aufregung sagt man viel, was man später bereut. Er ist auch nur Mensch. Und ich? Was bin ich? Weißt du was? Wir gehen heute Abend aus. Ohne mich. Also du wirst schon sehen, ist alles halb so schlimm. Und wenn jemand einen blöden Spruch bringt, dann sagst du mir Bescheid. Angriff ist die beste Verteidigung. Na, ist bestimmt für dich. Patrick. Na, herzlichen Glückwunsch. Bitte, Lukas, geh raus und red mit ihm. Und raus! Warum? Und vor allem worüber? Bitte, der ist doch krank. Wenn er mich sieht, macht er einen Riesenaufstand. Warum? Warst du schlecht im Bett oder was? Komm raus! Geh, der Schlampe! Okay, Mann, Schlampe geht so weit, das mache ich ihm jetzt klar. Aber nur, wenn du mir erzählst, was wirklich zwischen euch gelaufen ist. Versprochen. Aber erst schickst du ihn weg, ja? Was soll das heißen, keine Lust? Du hast doch heute Abend sowieso nichts Besseres vor. Alles andere ist besser, als mit dir und deinem Modepüppchen auf die Rolle zu gehen. Stefanie ist kein Modepüppchen. Was dann? Eine arrogante Geldtussi, ein verhätscheltes Prinzesschen? Bist du fertig? Ja. Stefanie ist ein ganz normales junges Mädchen. Du kennst sie halt nicht so gut wie ich. Ihr tut das alles furchtbar leid. Und das glaubst du ihr? Ja, sie weiß, dass sie Mist gebaut hat und sie steht dazu. Am liebsten würde sie sich bei dir entschuldigen, um das Ganze so schnell wie möglich zu vergessen. Thomas, du hast ein riesengroßes Problem. Du bist so verknallt in sie, dass du ihr wirklich alles abnimmst. Und das weiß sie. Warum machst du sie eigentlich immer schlechter, als sie ist?
Das tue ich doch gar nicht. Mann, ich versuche nur, dir die Augen zu öffnen. Ich liebe sie. Könntest du nicht versuchen, sie zu akzeptieren? Ist das wirklich zu viel verlangt? Zum letzten Mal. Wo ist Karina? Zum letzten Mal in der Stadt? Du lügst. Siehst du sie hier irgendwo? Okay, du Goldfuster. Dann sag ihr, sie soll in Zukunft ihr dreckiges Maul halten, ne? Weil es mir nämlich nicht passt, was sie in der Schule über mich erzählen. Du gibst doch damit an. Was redest du eigentlich für ein Stuss? Milchgesicht. Ich meine, bei den Jungs in deiner Klasse bist du doch jetzt der King. Die bewundern dich doch bestimmt alle. Noch ein einziges Wort. Ey Mann, was habe ich denn gesagt? Du bist mir ganz besonders clever vor. Ja, keine Ahnung, wovon du redest. Was für ein Lachen, Gott. Lumpbacke. Hey! Noch ein Schlückchen? Das ist unser bester, ein 76 Chateau de Bray. Davon werden Sie wunderbar schlafen können. So bin ich schon lange nicht mehr verwöhnt worden. Womit habe ich das bloß verdient? Wer sich für das Leben entscheidet, sollte auch die angenehmsten Seiten erleben. Ich hätte wohl ganz vergessen, wie angenehm es sein kann. War das Lamm schon zart? Ja. Aber ich meine vor allem Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie sich so reizend um mich kümmern. Wie sieht es mit einem Dessert aus? Ich kann Ihnen nur Schokoladeparfait empfehlen. Schokolade macht glücklich. Ja? Meinen Sie, das hilft? Ja. Also ich habe ja noch nie einen Selbstmordkandidaten gesehen mit einem derart gesegneten Appetit. Der hatte schon mit allem abgeschlossen. Bis er dich getroffen hat. Genau. Und er hat gesagt, er könne noch viel von mir lernen. Wie wohl das gemeint hat? Auf einmal ist der Typ völlig ausgerastet. Aus heiterem Himmel. Frag mich nicht warum. Ich hab dir doch gesagt, dass der Typ krank ist. Trotzdem, das war nicht normal. Und ich glaube, du weißt mehr darüber, als du mir sagst. Das bildest du dir ein. Karina, ich will alles wissen. Du hast es mir versprochen. Also gut. Irgendwann habe ich rausgekriegt, dass er das Gerücht verbreitet, dass ich mit ihm geschlafen hätte. Okay. Und weiter? Angeblich würde ich andauernd bei ihm anrufen und betteln, dass er es nochmal tut. Und? Hast du? Gar nichts habe ich. Aber erzähl es mal denen aus meiner Klasse. Die zerreißen das Maul über mich. Was ich für eine bin. Und deswegen taucht der Typ hier auf. Au! Tut mir leid, da musst du jetzt durch. Ich warte auf eine Antwort. Das konnte ich doch einfach nicht auf mir sitzen lassen. Ausgeschlossen. Und da habe ich zurückgeschlagen. Und wie? Ich habe allen erzählt, dass er keinen Hauch kriegt. Was? Oh, shit! Na und? Schließlich hat er damit angefangen. Hättest du mir das nicht sagen können, bevor ich da rausgegangen bin? Ist doch überhaupt kein Wunder, dass der Typ ausgerastet ist. Wollte ich ja, aber in der Zeit hätte er doch die Tür eingetreten. Stattdessen hast du lieber in Kauf genommen, dass er mir mein Gesicht eintritt. Oh Mann, ich liebe meine Schwester echt. Es tut mir leid. Ehrlich. Lukas, wie siehst du denn aus?